Hallo ihr Lieben, oh, so schön seid ihr wieder dabei. Heute möchte ich über das Thema krank oder Kränkung sprechen. Inwiefern macht Kränkung uns krank? Und was können wir dagegen tun? Ihr habt es sicher auch schon mehrfach gehört. Ach, reg dich nicht auf. Ach, vielleicht hat er es gar nicht so gemeint. Ach, ah, was soll das jetzt wieder? Ach, die alte Geschichte. Doch wenn man selber betroffen ist, dann ist das manchmal ganz schön schwierig. Nun, mein Thema ist Krankheit. Mein Thema sind körperliche, aber auch seelische Schmerzen. Und ich möchte euch heute aufzeigen, anhand meiner eigenen Geschichte, wie sich das Thema so gestaltet. Also, ich war früher sehr leicht kränkbar. Ich habe alles sehr persönlich genommen. Das hat sich auch bemerkbar gemacht in meinem Körper. Die Gelenke haben schnell geschmerzt, die Faszien waren immer sehr eng. Ich war auch körperlich sehr, sehr empfindlich. Anhand einer speziellen Kränkung möchte ich euch aufzeigen, wie ich gelernt habe, zu hinterfragen, ob meine Wahrnehmung wirklich hilfreich ist. Nicht, ob sie die richtige ist. Weil was ist schon richtig oder falsch? Es ist meine eigene Beurteilung der Situation. Und meine eigene Beurteilung kann freundlich sein, mir selber gegenüber, oder sie kann kränkend sein. Kränkend im wahrsten Sinne des Wortes. Also, legen wir los. Jemand tut oder sagt etwas und du merkst, es regt dich wahnsinnig auf. Grausam. Dann denkst du, oh, Blödsinn, beschäftigst dich mit etwas anderem und im nächsten Moment, wo du etwas tust, was nicht deine volle Aufmerksamkeit braucht, ist es wieder da. Wie ein Karussell. Und wieder denkst du darüber nach. Du denkst darüber nach, was denn der andere gemacht hat. Du denkst darüber nach, wie du hättest reagieren können. Und die besten Ideen kommen einem ja immer hinterher. Du schiebst es wieder beiseite. Es kommt zurück. Du schiebst es beiseite. Es kommt zurück. Du gehst schlafen. Kannst nicht einschlafen wegen dem. Oder du wachst nachts auf und es kreist dir wieder. Bis du es irgendwann nicht mehr sehen kannst. Du versuchst, diese Person aus deinem Leben zu verbannen. Du versuchst, möglichst wenig mit ihr zu tun zu haben. Du wirst kurz angebunden. Bis zum nächsten Mal, wo diese Person wieder etwas sagt oder tut, was du ihr übel nimmst. Und weil du ohnehin schon durch diesen Filter der Negativität dieser Person gegenüber schaust, durch diese kritische Brille, passiert es ganz schnell wieder, dass diese Person dich wieder kränkt und wieder kränkt und wieder kränkt. Und ja, du hast es schon gehört, Kränkung macht krank. Doch was willst du tun? Es kränkt dich einfach. Und da sind wir wieder bei diesem Thema positiv denken. Denk doch positiv, nimm's doch nicht so schlimm. Ja, wie denn? Ja, wie soll ich denn das machen? Genau. Und hier kommt, wie es geht. Ich gebe euch ein Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit. Die Überprüfung ist schon eine Weile her und inzwischen habe ich Frieden. Sowohl mit meinem Bruder als auch mit meiner Schwägerin. Doch damals hat diese Kränkung, und das habe ich erst viel später begriffen, dass es diese eine war und nicht die vielen anderen Kleinigkeiten danach, die unsere Beziehung für mehr als 10 Jahre ruiniert hatte und meiner Gesundheit sicher nicht zuträglich war. Die Situation war folgende. Mein damaliger Mann und ich und die Kinder hatten meinen Bruder und meine Schwägerin zu Besuch. Ich erzählte meiner Schwägerin, dass ich vorhätte, eine
Psychologie zu machen, eine ganz bestimmte. Sie regte sich damals grausam auf. Sie wurde auch laut im Ton und sie war sehr engagiert, in dem mir zu sagen, dass das für mich nicht das Richtige ist. Ich war stinksauer. Ich war erstens sehr begeistert von dieser Idee, zweitens hatte ich schon ganz viele Filme im Kopf, was ich damit tun möchte. Und ich war auch begeistert von mir. Ich habe mich gesehen mit diesem neuen Wissen und habe das als etwas Wunderschönes gesehen. Ich habe mich gesehen, wie ich Menschen weiterhelfe. Ich habe mich gesehen, wie ich auch mir selber weiterhelfe. Und sie kommt und schlägt auf das alles drauf, ohne mal ein bisschen nachzufragen. Und mein Bruder schlägt in die gleiche Kerbe. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich war stinksauer. Ich dachte, die lade ich nie mehr ein. Und irgendwie habe ich gemerkt, diese Situation kommt mir auch nach Jahren noch in Sinn. Und zwar immer dann, wenn ich mich über meinen Bruder oder meine Schwägerin geärgert habe. Es war, als ob sie an mir klebt. Dann habe ich irgendwann die Work von Byron Katie kennengelernt und die 4 Fragen dazu. Und das lief dann ungefähr so. Meine Schwägerin hat mich gekränkt. Ist es wahr? In mir schrie alles ja. Also ja. Kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass meine Schwägerin mich gekränkt hat? Und in diesem Moment war meine Antwort auch ein totales Ja. Abgeschlossen. Nach diesen 2 Fragen weiß ich, ich glaube diese Geschichte, die ich mir da selber erzähle, so, so fest, dass ich fast nicht bereit bin, davon abzurücken. Okay, ich gehe weiter, ich schaue. Wie reagierst du, was passiert, wenn du den Gedanken glaubst? Sie hat mich gekränkt. Ich werde wütend. Ich bin frustriert. Ich würde sie am liebsten rauswerfen. Etwas, was ich dann eigentlich auch getan habe. Ich habe die beiden aus meinem Leben rausgeworfen auf eine Art. Ich gehe auf Distanz. Ich werde überempfindlich. Ich versuche mich zu wehren, ich versuche mich zu rechtfertigen. Wie behandle ich die beiden? Ich behandle sie, als wären sie mein Feind. Ich kann nichts Gutes sehen. Ich höre ihnen auch nicht richtig zu. Ich will gar nicht wissen, was sie sagen. Ich kappe die Verbindung innerlich, spätestens in diesem Moment. Ich bekomme den Gedanken, mein Bruder sollte zu mir halten. Und ich bemerke, dass ich in diesem Moment auch in Konkurrenz gegangen bin zu meiner Schwägerin. Mein Bruder sollte sehen, dass sie sich unmöglich verhält und zu mir halten. Das heißt, ich beginne einen Krieg mit meinem Bruder. Einen Krieg, der dann 10 Jahre gehalten hat, angehalten hat. Wer wäre ich ohne den Gedanken? Ohne den Gedanken, sie kränkt mich. Ohne die Geschichte, dass sie hier gegen mich ist. Ohne die Geschichte, dass wir in Konkurrenz stehen. Ohne die Geschichte, dass das, was gerade passiert, vielleicht nicht zu meinem Nutzen ist. Ohne die Geschichte kann ich sehen, wie meine Schwägerin engagiert versucht, mich zu beschützen vor einer Ausbildung, die in ihren Augen einfach nicht gut genug ist. Meine Schwägerin ist Diplompsychologin mit einer
absolut hervorragenden akademischen Ausbildung. Und genau das wünscht sie sich für mich. Sie wünscht nicht so eine Schnellleiche für mich. Sie wünscht etwas Akademisches. Denn das hat in ihren Augen unglaublich viel Wert. Und genau das hat sie für sich getan und wünschte sich für mich, weil es für sie so einen hohen Wert hat. Auch mein Bruder war Physiker mit Doktortitel. Er hat unglaublich viel Energie in dieses Studium gesteckt, in seine Doktorarbeit. Und das hat einen großen Wert für ihn und auch das möchte er für mich. Ich kann sehen, dass die beiden sehr, sehr liebevoll mit mir umgehen. Sehr engagiert versuchen, mich vor einem Fehler zu bewahren. Mein Bruder ist ein Stück älter als ich und seine Schwägerin noch mal ein Stück älter. Ich bin die kleine Schwester für sie, die sie beschützen wollen, der sie helfen wollen, die sie davor bewahren wollen, eine falsche Entscheidung zu treffen. Das, was ich dachte, was passiert ist, ist gar nie passiert. So sieht Vergebung für mich aus. Es hat nichts damit zu tun, ja, mein Bruder konnte halt nicht anders oder meine Schwägerin konnte halt nicht anders. Gar nichts. Sondern ich kann sehen, dass all das Böse, was ich da hineininterpretiert habe, all der Neid, all die Missgunst gar nie passiert sind. Die zwei wollten einfach nur mein Bestes. Anschließend kann ich es umdrehen. Sie hat mich nicht gekränkt. Ja, das ist so wahr, weil sie hat nie in diesem Gespräch etwas gesagt, womit sie nicht auf eine Art auch recht hat. Sie hat nie etwas gesagt, um mich zu verletzen. Das kann ich ganz klar sehen. Sie hat nie etwas gesagt, was unter die Gürtellinie gegangen wäre oder was aus diesem Blickwinkel nicht verstehen könnte. Ich habe sie gekränkt. Ist eine andere Umdrehung. Ich habe sie sicherlich gekränkt. Mit meiner Abwehr, mit meinem Unverständnis, mit der Aggression, die hochgekommen ist, mit dem auf Distanz gehen, mit ihr nicht zuhören, mit nichts von dem wissen wollen, was sie mit ihrer Erfahrung als Diplompsychologin mir geben wollte. Ich kann ganz deutlich sehen, ich habe sie da sehr gekränkt. Und nebenbei bemerkt, habe ich mich auch später mal entschuldigt. Weil es tut mir wirklich leid, was da gelaufen ist, in jeder Hinsicht. Ich habe mich gekränkt. Oh, und da kann ich sehen, das ist so viel wahrer. Ich habe mich gekränkt, indem ich interpretiert habe, dass sie gegen mich ist. Ich habe mich gekränkt, indem ich interpretiert habe, dass sie versucht, mich zu konkurrenzieren. Ich habe mich gekränkt, indem ich den Gedanken hatte, mein Bruder sollte zu mir stehen und nicht zu ihr. Wer geht denn da in Konkurrenz? Das bin doch ich. Ich habe mich gekränkt, indem ich die Geschichte jahrelang immer wieder auf diese Art und Weise gedacht habe. Die Geschichte ist einmal passiert. Oh nein, wie häufig habe ich in meinen Gedanken, in meinem inneren Film, diese Geschichte wieder und wieder erlebt und mich damit gekränkt. Dann geht es nicht darum, dass ich selbst Vorwürfe habe. Ich bin unschuldig. Ich habe den Gedanken geglaubt, dass sie mich kränkt. Genau wie sie den Gedanken geglaubt hat, sie müsste mich vor irgendetwas retten. Wir sind beide unschuldig.
und ich kann jetzt damit aufhören. Ich kann liebevoll wieder auf sie zutreten. Ich kann diese Geschichte aus meinem Leben entlassen und kann sehen, dass die Wirklichkeit so, so viel freundlicher ist. Und nebenbei dankt es mir mein Körper. Es ist nicht die einzige Geschichte, die ich aus meinem Leben entlassen habe. Ich entlasse täglich alte Geschichten aus meinem Körper, aus meinem Wesen, die so für mich nicht mehr stimmen. Und mein Körper dankt es mir mit mehr Vitalität und weniger Schmerzen. Kränkung macht krank, das ist wahr. Und kränken können wir uns nur selbst, in meiner Welt. Wie ist es in deiner Welt? Schreib mir in die Kommentare. Ich bin so neugierig und gespannt, wie es dir damit geht. Ich danke dir fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.